Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sind hier gerade wieder in der Ritterschule, denn ich hab ein bisschen was vergessen. Wir können nämlich hier beim unteren Eingang uns noch ein kostenloses Schild abholen. Link, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Das ist übrigens ein interessantes Schwert, aber ein Schild brauchst du auch. Nimm den hier. Und wir bekommen einen kostenlosen Holzschild. Er ist leicht zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Ein Holzschild ist leicht und einfach zu handhaben, hält aber nicht viel aus und brennt leicht. Das... Warum wiederholst du, was da gerade eben da stand? Wenn dein Schild zerstört wird, kannst du dir im Wasser einen neuen kaufen. Du kannst den Schild ausrüsten, indem du Minus gedrückt hältst und die Wii-Fernbedienung bewegst, um ihn auszuwählen. Wenn du nicht weißt, wie man mit einem Schild umgeht, frag am besten den Schwertmeister. Er kann es dir sicher beibringen. Ja, So, jetzt haben wir den Schild ausgewählt. Den, ja. Ich würde sagen, wir machen mal das Tutorial. Das, ich meine, schaden kann es nicht. Ne? Hey, zeig mir, wie man mit dem Schild umgeht. Link, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht sehr viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenhort. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom ausgewählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Du bist der auserwählte Held! Hey, Link. Ich kann nicht viel für dich tun, aber da gibt es noch eine Sache, die ich dir zeigen kann, und zwar die Kunst der Abwehr. Na, das ist Neuland für dich, nicht wahr? Wie das Internet. Beginnen wir mit den Grundlagen. Was meinst du überhaupt mit Internet? Was soll das sein? Du kannst dein Schild zücken, indem du das Nunchuck ruckartig bewegst. Das ist die Grundlage, um ihn zu senken. Ziehe entweder dein Schwert, indem du einfach die Wii-Fernbedienung ruckartig bewegst, oder drücke A. Das bedeutet, wenn du dein Schwert schwingst, gibst du deine Verteidigung auf. Sei also vorsichtig. Versuch dies als erstes. Nee, das reicht eigentlich. Ich werde das Schild sowieso so gut wie nie benutzen. Von daher, wir nehmen es mal mit, weil es kostenlos ist. Ich werde auch immer ein Schild vermutlich dabei haben. Aber ich... Man kann das Spiel sehr gut ohne Schild durchspielen. Es gibt hier und da vielleicht mal einen Gegner, bei dem man ein Schild braucht. Aber das ist so selten, dass... ja, ich weiß nicht. Ich werde immer einen dabei haben, aber... Brauchen wir es nicht. So, wir können jetzt in den Bazaar, können jetzt hier im Bazaar einkaufen. Können uns hier... Können wir bei dir schon was kaufen? Wir können auf jeden Fall... Das ist unser Lager, da können wir Sachen einlagern. Wir haben hier einen ganz normalen Verkäufer, der hat ein Schild, der hat Bomben, die wir aber nicht mitnehmen können, weil wir keine Bombentasche haben. Der hat Pfeile, die wir aber nicht mitnehmen können, weil wir keinen Köcher haben. Und der hat Dekonüsse. Wir haben hier drüben einen Trankladen. Willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Die hatte ein Quest-Symbol über sich, deswegen spreche ich sie mal an. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllt sich dein Herz wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr, Eider? Wie du sollst auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Du hast ja gar keine leere Flasche. Kann ich dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du nicht füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also pass mir ja gut drauf auf. Und wir bekommen unsere erste Flasche. Bewahre verschiedene Dinge darin auf. Ich gebe dir eine Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke Minus, um einen Blick darauf zu werfen. Wenn deine Tasche voll ist, kannst du, dass du nichts ertragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Aber genug der Erklärungen. Willst du nicht etwas kaufen? Ja, natürlich. Also da du mir so freundlich... Nein, ich möchte was kaufen. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich sowieso schon genug zu tun, aber für einen Prachtkerl wie dich würde ich mir immer Zeit nehmen. Ach, übrigens, wenn du einen Trank durch Alchemie verweinern lassen willst, frag einfach meinen Mann dort drüben. Der mit dem Baby auf dem Rücken. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Rüstungstrank.
Er vermindert den Schaden, den du erleidest für eine gewisse Zeit. Nein, danke. Den können wir uns erstens nicht leisten. Zweitens bringt der uns noch nicht viel. Wir haben einen Ausdauertrank, wir haben einen HP-Trank und wir haben einen Trank, der 4 Herzen auffüllt und unser Schild repariert. Ich werde mal den Lebenstrank mitnehmen. Und der kostet auch nur 20 Rubine. Den nehmen wir natürlich mit. Ach, was ich noch gar nicht erwähnt habe. Wir haben wesentlich mehr Herzen tatsächlich als in jedem normalen Zelda-Spiel. Wir starten nämlich mit 6 Herzen. Im normalen. Oh, was ist denn das? Was sehen meine Augen, mein junger Freund? Ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, steil und mit Hindernissen geradezu übersät. Junger Freund, solltest du dein Ziel hier aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Ha! Vertraue meinen sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Nein. Tschüss. So, wir haben ein Schild, wir haben einen Herztrank auf. Im Wolkenhort können wir tatsächlich jetzt nichts mehr machen. Die Quest, an die ich dachte, die ist, die kommt auch erst später. Da habe ich etwas verkackt. Da war ich meiner Zeit ein kleines bisschen voraus. Wir können jetzt theoretisch hier über die Brücke, die war früher noch gesperrt, dann können wir auch auf in den Teil der Stadt. Hier gibt es aber noch überhaupt nichts, was wir machen können. Was wir uns im Hinterkopf behalten ist, da hinten ist der Friedhof. Aber ansonsten geht's erstmal abwärts, ab ins Wolkenmeer. Wie gesagt, ich werde das meiste für euch schneiden. Ich möchte jetzt, Moment, einmal hier hin. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ich da bin. Bis gleich. So. Und wir sind angekommen auf der Kürbisinsel. Hier können wir uns zuerst einmal nichts gönnen, weil in den ganzen Krügen nichts drin war. Upsi. Wir haben auf der rechten Seite. Nein, Moment. Bin ich jetzt. Ich bin auf der falschen Seite der Insel, oder? Ah, ich bin auf der falschen Seite der Insel. Upsi. Hier haben wir eine Kiste, die wir aber aus irgendeinem Grund nicht öffnen können. Behaltet euch diese Kiste im Hinterkopf. So, wenn wir hier reingehen. Werden wir direkt sehen. Gibt es hier einen Kronleuchter mit einem Herzteil drauf? Hallihallo. Palim, palim. Ich würde gern mal die Bilder an der Wand betrachten, allerdings. Ja, keine Ahnung. Das scheinen Kürbisse zu sein. Das scheinen auch Kürbisse zu sein. Das ist die Kürbisbar. Hallo, du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenhort aus. Habe ich recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir sind die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine von dort unten herunterzubekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden runterfallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal dran. Okay, ich denke überhaupt nicht dran. Du kriegst mich nie! So, ich muss ganz kurz gucken. Wo war... richtig. Da, das muss ich anrempeln. Moment, was steht da dran? Ich würde es gerne nochmal lesen. Achtung, Kronleuchter. An dieser Stelle bitte ruhig verhalten. Okay. Moment. Ich verhalte mich ruhig.
Was glaubst du eigentlich, was du da oben treibst? Mach sofort, dass du runterkommst. Meinst du? Er meint nicht mich. Du da, du bist doch einer von Bardos Freunden. Das warst doch du. Ich seh's dir genau an. Du Störenfried. Oh nein, schau nur, was du für ein Chaos veranstaltet hast. Schätze, dafür gibt es einen Satz heiße Ohren. Also zuallererst gibt es ein Herzteil für mich. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4 und deine Lebensenergie, um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen noch 3 weitere. Der sieht tatsächlich ein bisschen kaputt aus, würde ich sagen. Erschreck mich doch nicht so, oder soll ich etwa auf der Stelle tot umfallen? Also was willst du von mir? Du glaubst mir doch, oder? Was glauben? Ich sag dir, im Wolkenhort lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich fast das Biest fast lebendig verspeist. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber dieser Dämon wird selbst dich zum Frühstück verputzen. Ich glaube dir, natürlich. Das darf doch nicht wahr sein. Was hast du getan? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett ruiniert. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in deinem Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Bist du damit einverstanden? Natürlich. Ah, Mist, ich habe keine leere Flasche. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wie wäre es, wenn du als erstes dem Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unseren Stammgästen und meine Suppe gibt ihm Energie für den Unterricht. Also wirst du ihm die Suppe bringen? Aber sicher. Du hast ja gar keine leere Flasche. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Ach, das war natürlich, so weit habe ich nicht in die Zukunft geplant. Aber das, behalten wir im Hinterkopf. Dann werde ich ganz kurz noch eine andere Insel zeigen. Und zwar... Bin mir gerade nicht sicher, ob es die oder die war. Ich glaube die hier. Ich fliege auf jeden Fall jetzt mal zu der und wir sehen uns. Wann habe ich die Flasche gezogen? Hab gerade eben meinen Herztrank leer getrunken. Gut, wir können die Quest auch machen. Planänderung. Man muss eben ein bisschen spontan sein. Du hast eine leere Flasche mitgebracht. Sehr schön. Hier hast du etwas heiße Kürbissuppe. Bring sie dem Schwertmeister. Aber hurtig. Na, worauf wartest du denn noch? Du hast die heiße Kürbissuppe erhalten. Kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Eine Sache noch, Kleiner. Der Schwertmeister kann kalte Suppe nicht ausstehen. Du solltest dich also mit deiner Lieferung etwas beeilen. Los, bring ihm die Suppe innerhalb der nächsten 5 Minuten, sonst ist sie kalt. Der Schwertmeister hat keine Mikrowelle. Gut, ich glaube in dem Fall... Doch, schneide ich den Weg trotzdem ganz kurz bis zur Übungshalle. Und wir sehen uns dann gleich... So, da sind wir in der Übungshalle. Dann mal schnell zum Schwertmeister. Ich glaube, ich habe jetzt eine Minute gebraucht oder so. Nicht mal. Also die Quest ist super einfach. Hey. Hallo Link, übst du auch fleißig mit dem Schwert? Hä? Das ist doch nicht etwa meine heißgeliebte Kürbissuppe. Der Besitzer der Kürbisbar hat dich gebeten, mir etwas davon zu bringen und du hast einfach so eingewilligt. Genau so, einfach so. Na dann her damit, aber hurtig, bitte sehr. Einfach lecker. Kürbissuppe schmeckt eben nur, wenn sie richtig heiß ist. Gut gemacht. Bitte richte dem Besitzer der Kürbisbar meinen besten Dank aus. Das werde ich tun. Allerdings werden wir jetzt nicht zurück zur Kürbisbar gehen. Da müssen wir noch nichts weitermachen. Kürbisbar gibt es im Moment noch nichts für uns zu tun. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns. Moment. Kann ich nicht rauszoomen irgendwie auf den...
Okay. Dann sehen wir uns auf jeden Fall an der Insel, wo ich gesagt habe, dass wir eigentlich alternativ hingehen wollen. Dann hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.